Die Gartenkreuzspinne. Sie ist wunderschön. Gut zu erkennen am Kreuz auf dem Rücken. Und sie ist eine echte Radnetzspinne. Und das sieht man hier sehr gut. Hier hat sie ein Insekt gefangen und sogleich eingewickelt. Ja. Ja, sie im Zentrum des Netzes macht sie das Netz klebrig, damit die Insekten gut hängen bleiben. Und wenn sie außerhalb hineinfliegen? Das weiß ich nicht, wie sie das macht, aber sie hat giftige Klauen, wo sie dann die Insekten zuerst betäubt und nachher einwickelt mit in Seidenfäden. Aha. Sie ist häufig in Mitteleuropa. Hier sehen wir gut, wie sie sie impft, sagt man dem, glaube ich. Also das Gift hinein injiziert in das Insekt. Es soll angeblich auch zum Verdauen helfen, oder? Ich glaube, ja. Das Insekt verflüssigen und für sie aufnahmefähig machen. Ja, sie haben sicher Enzyme drin. Aber was sie nicht kann, ist die menschliche Haut durchdringen. Also dazu sind diese Klauen viel zu schwach. Also den Menschen wird sie nie gefährlich werden. Genau. Das ist ein Zünsler, oder? Ja. Ein purpurroter. Ja. Königlich eigentlich. Und sie fliegen am Tag und während der Nacht. Und ihre Larven? Die fressen gerne Brennnesseln. Und sie haben sogar 2 Generationen pro Jahr. Eine fliegt im Frühsommer und die andere im Herbst. Ja. Und sie gehören auch zu den Schmetterlingen, oder? Genau. Hier eine wunderschöne Heidelibelle, oder? Ja, ich denke, es ist die große Heidelibelle. Und das Weibchen, he? Ja. Das Männchen wäre purpurrot. Also ja, leuchtend rot, habe ich gelesen. Ja. Das haben wir leider nicht erwischt. Aber sie hat sich für YouTube hübsch gemacht und präsentiert sich hier wunderbar. Ja, sie ist wunderschön. Sehr geduldig. Wir durften sehr nah heran, also so um die 20 cm. Ja, ja. Man sieht auch gut die beiden Antennen vorne an der Nase. Sie dienen für die Flugstabilität, ja. Also die Lage, Fluglage zu bestimmen. Genau. Und sie ist immer etwas wie am Sprechen, oder ich weiß nicht, was sie ja, macht. Ja, ja. Sie erzählt, sie will unbedingt auf YouTube. Okay. Und hier hat sie dann uns erzählt, dass der Schmetterling, dieser Zünsler, hat sie engagiert, sie soll jetzt unsere Hand reinigen. Aber sie ist hier und reklamiert, oder? Ja, die ganze Zeit. Ja. Sie findet das nicht in Ordnung, dass sie Subunternehmer sein soll. Und ich musste die Hand so lange hinhalten, bis sie mit dem Gespräch zu Ende war. Also, mir ist fast der Arm abgefallen. Aber sie ist überhaupt nicht scheu. Sie ist frech. Okay. Also, sie reklamiert, oder? Ja, ja. Ja, eine. Was eine ist das? Keilschwebfliege. Die mittlere. So.
wie ich das bestimmen konnte. Ein guter Bestäuber? Genau. Eine schöne Aufnahme. Und was gibt es zu erzählen? Ja, die Larven, die leben im Wasser und sie ernähren sich von verrottetem organischem Material. Und sie sind auch bekannt, man sagt ihnen auch nachher diesen Larven, es sind Rattenschwänze, weil sie eine bewegliche Atemröhre haben, um Luft zu atmen und damit so an die Wasseroberfläche kommen. Und das sind dann diese Stängel, die man sieht. Ja, genau. Die aus dem Wasser herausragen. Ne? Genau, ja. Also es sind Nützlinge durch und durch. Ja. Sie entsorgen das Pflanzenmaterial, sind gute Bestäuber. Genau, sie sind sehr wichtig. Sie lutscht hier an einer. Was ist das für eine Blüte? Weiß ich nicht mehr. Ja, hier ein Paarungsritual. Also, das war einfach nur Zufall. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und das Stativ genau richtig gestellt, sodass man die Tiefenschärfe oder Schärfentiefe richtig einstellen konnte. Und hier sehen wir, wie exakt dieses Männchen über dieser Dame fliegt. Das ist ganz unglaublich. Weil die Tiefenschärfe, das sind 1-2 Millimeter, die man verschieben müsste, um es unscharf zu bekommen. Ja. Oder die Schärfe einzustellen. Und er fliegt derart exakt, dass man sehr nah heranzoomen konnte, auch im Flug. Also, er ist ein absolut Könner im Fliegen. Und wie er diese Höhe immer halten kann, ja, wie ein Kolibri. Ja, absolut exakt. Also das ist keine Zeitlupe, das ist original hier. Man sieht jedes Härchen, also ich konnte die Schärfe wirklich sehr schön einstellen. Und das Weibchen unten ist irgendwie desinteressiert. Oder vielleicht gehört das zum Ritual. Auf jeden Fall, es ist so, wenn dieses Weibchen ihn nicht heiraten will, ich nehme ihn sofort. Er bewacht sie doch einfach, oder? Das ist möglich. Um Konkurrenten fernzuhalten. Also ein absoluter Spitzenflieger. Die Energie, die er da einsetzen muss, ist unglaublich. Ja, ja, ganz extrem. Ja, und hier sind wir beim nächsten Raubtier. Ja, er ist ein Räuber. Eine Sichelwanze. Und ich habe gelesen auf Deutsch, sagen Sie auch ein Wiesenräuber. Ja, hier hat er sich eine Fliege geangelt, gefangen. Ja. Und die saugt er jetzt aus? Die saugt er aus. Wenn ich denke, wie mühsam es ist für uns, eine Fliege zu fangen, und für ihn ist es offenbar kein Problem. Und er ist auch ein Nützling. Weil ihre Larven, die fressen Blattläuse. Und er die Fliegen. Und er die Fliegen. Oder sie. Also gut für das ökologische Gleichgewicht. Ja. So, ausgesaugt, weggeworfen. Richtig. Rüssel gerade biegen. Hände reiben. Nächste, oder wie? Ja. Die erwachsenen Wanzen, sie können sogar überwintern. Also sie gehören auch zu den ersten im Frühling, die man entdecken könnte. Ja.
Das war's. Bis später. Bis dann.